Handschaltgetriebe haben Autos seit Jahrzehnten gute Dienste geleistet. So sind sie auch heute noch die beliebteste Getriebeart. Dieses Video bietet eine konzeptionelle Einführung in die Funktionsweise eines realen Handschaltgetriebes mit Rückwärtsgang. Die grundlegende Frage ist folgende: Warum benötigt ein Auto überhaupt ein Getriebe? Die vom Motor erzeugte Leistung fließt durch das Getriebe, bevor es die Antriebsräder erreicht. Die wesentliche Funktion des Getriebes liegt darin, die an den Antriebsrädern verfügbare Drehzahl und das Drehmoment für verschiedene Fahrsituationen zu regulieren. Möchte man beispielsweise eine Steigung hinauffahren, so benötigt man ein höheres Drehmoment. Indem man die Drehzahl am Getriebe verringert, ist es möglich, bei gleichbleibendem Leistungseingang ein höheres Drehmoment zu erreichen. Umgekehrt kann man bei niedrigem Drehmomentbedarf die Drehzahl am Getriebe erhöhen. Lass uns einen Blick in das Innenleben werfen. Handschaltgetriebe funktionieren nach dem simplen Prinzip der Übersetzung. Hier sieht man einen simplen Getriebemechanismus. Die Eingangswelle und Ausgangswelle sind hier durch eine Vorgelegewelle verbunden. Ein Dreiganggetriebe würde dementsprechend so aussehen. Es wird deutlich, dass man allein durch das Verschieben der Zahnräder unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse erreichen kann. Genauer gesagt nennt man dieses Getriebe ein Schieberadgetriebe. Diese eignen sich hervorragend zum Kontrollieren der Drehzahl. Jedoch haben sie einen systembedingten Nachteil. Es ist ziemlich schwierig, von einem Zahnrad auf ein anderes zu gleiten. Das Schaltmuffengetriebe löst dieses Problem endgültig. Hierbei greifen die Zahnräder konstant ineinander, jedoch mit einem wichtigen Unterschied. Die Abtriebsräder sind lose auf der Welle gelagert. Wenn wir jeweils nur ein Zahnrad mit der Welle verbinden, übernimmt die Welle die Drehzahl des verbundenen Rades. Mit Hilfe eines hypothetischen Verbindungsstücks werden hier verschiedene Übersetzungen dargestellt. Interessanterweise sind im vierten Gang die Eingangs- und Ausgangswelle direkt miteinander verbunden. Die Kunst, ein lose drehendes Zahnrad wirksam und reibungslos mit der Welle zu verbinden, stellt das Herzstück des Handschaltgetriebes dar. Sehen wir uns also mal an, wie das in der Praxis funktioniert. Zunächst einmal weisen die Räder auf der Hauptwelle sowohl Synchronkegel als auch Verzahnungen auf. Eine Narbe wird auf der Welle fixiert. Eine Schaltmuffe, die sich frei über die Narbe hinweg verschieben lässt, wird ebenfalls in diesem System verwendet. Verbindet man die Schaltmuffe mit der Verzahnung des Synchronkegels, so drehen sich Zahnrad und Welle gemeinsam und die gewünschte Arretierung wird erreicht. Während des Betriebs des Getriebes rotieren die Welle und das Zahnrad jedoch mit unterschiedlichen Drehzahlen. Solch eine Arretierung ist daher keine leichte Aufgabe. Ein Synchronring hilft, die Drehzahl des jeweiligen Zahnrades an die der Welle anzupassen. Der Synchronring kann sich mit der Narbe zusammendrehen, aber auch axial verschoben werden. Bevor die Schaltmuffe bewegt wird, wird das Kupplungspedal nach unten gedrückt. So wird der Leistungsfluss zum Getriebe unterbrochen. Bewegen wir dann die Schaltmuffe, so drückt die Schaltmuffe den Synchronring gegen den Synchronkegel. Dank der hohen Reibungskraft zwischen Synchronring und Kegel passt sich die Drehzahl des Zahnrades an die der Welle an. Sobald dies geschehen ist, kann man die Schaltmuffe weiter verschieben, sodass sie formschlüssig mit dem Zahnrad verbunden ist. So wird das Zahnrad effizient und reibungslos mit der Welle verbunden.
Der gleiche Mechanismus wird eingesetzt, wenn man in einen anderen Gang schaltet, wie dem ersten Gang. Dritten Gang und vierten Gang. Zu sehen ist hier außerdem der Wechselmechanismus des Schalthebels. Verwendet man einen fünften Gang, so dreht sich die Ausgangswelle mit einer höheren Drehzahl als die Eingangswelle. Schauen wir uns nun an, wie der Rückwärtsgang funktioniert. Wie man hier sieht, verwendet der Rückwärtsgang einen Aufbau aus drei Zahnrädern. Eines davon ist das Zwischenrad. Wird das Zwischenrad verschoben und mit den anderen beiden Zahnrädern verbunden, dreht sich die Ausgangswelle in umgekehrter Richtung. Hierbei ist zu beachten, dass der Rückwärtsgang keinen Synchronringmechanismus besitzt. Dies bedeutet, dass die Rotation des Getriebes erst zum Stillstand kommen muss, bevor der Rückwärtsgang eingelegt werden kann. Bitte unterstützen Sie uns auf patreon.com, damit wir auch in Zukunft weiterhin lehrreiche Videos erstellen können. Dankeschön!